11. Bundesligaspieltag und somit auch wieder ein neuer Stadionvlog. Heute Stuttgart gegen BVB. Ich bin schon mega hyped. Ich mache mich jetzt auf den Weg zum Stadion. Ich glaube, es wird ein richtig spannendes Match. Mal gucken, wie es heute ausgeht. Dortmund letztes Mal verloren. Ich glaube, die sind auch heiß. Aber schauen wir einfach mal, was wird. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ich habe den zweiten. Das Spiel läuft zwar erst eine Minute, aber wir haben vergessen zu tippen. Mein Tipp heute, spannendes und knappes 2 zu Stuttgart. Ich sag 2-2. 2-1. Stuttgart, klarer Sieg. Wir haben jetzt Elfmeter. Tipp ist, Gerassi einwechseln. Der macht den heute. Der macht ihn rein. Komm, Junge. Führe, tu es. Bitte, bitte. Komm on, Junge. Ich hab's noch gesagt. Ich hab's noch gesagt. Unglaublich. 3 Elfmeter nicht gemacht. Wow. Das Spiel geht zwar mittlerweile weiter, aber erste Halbzeit Party. Stuttgart deutlich besser, viel, viel besser.
hätten eigentlich schon locker führen müssen. Und Reichert, der kommt jetzt. Fußballgott Gyrassi. Gyrassi. Aber nur zum Aufwärmen. Der kommt hoffentlich noch rein und knallt die Kiste rein. Quatsch! Jetzt drin, bitte. Bitte, tu es. Bitte. Der Vierte, wenn der jetzt nicht reingeht, dann fass ich es nicht. Ich glaube, es wird kontrolliert, aber wenn der nicht reingeht. Bitte, tu es.
Hause angekommen und was soll ich sagen, sonst bin ich ja immer ein bisschen zurückhaltend, aber einfach hochverdientes 2:1. Es hätten sogar 5-6-1 ausgehen können, also wir waren die klar bessere Mannschaft, verdient gewonnen, mega glücklich. Dritter Tabellenplatz, also mega. Und an alle, das freut mich riesig, die mich in letzter Zeit angesprochen haben, das hat sich in letzter Zeit gehäuft, dass mich ein paar Leute angesprochen haben wegen meinen Videos. Vielen, vielen Dank an euch, es freut mich mega, dass ihr euch mit den Videos unterhalten kann. Und wenn es euch auch gefällt, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt einen Kommentar und lasst ein Abo da, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Video.